Das beschauliche Hollenthon liegt in der buckligen Welt im südöstlichsten Teil des Industrieviertels in Niederösterreich und besticht durch viel Natur und Ruhe. In der Gemeinde ist alles fußläufig erreichbar. Ein Nahversorger bietet alles, was man zum Leben braucht. Mit einer guten Busverbindung ist man auch ohne Automobil. Aura bietet hier Seniorenwohnungen für Junggebliebene, die den Bedürfnissen der älteren Generation angepasst sind und so ein selbstständiges Wohnen ermöglichen. Es ist keine Pflegeeinrichtung, sondern es geht wirklich um die Selbstständigkeit, dass die Bewohner selbstständig sind, aber trotzdem nicht alleine sind. Also wir haben Aktivitäten, die angeboten werden und die Bewohner können selbst entscheiden, ob sie mitmachen möchten oder nicht. Die Wohnungen sind großzügig ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Ich habe sehr viele Stufen gehabt, ich habe in der Mansarde gewohnt und eine Badewanne. Also die Stufen waren schon für mich wie der Schneeberg und die Badewanne war mir zu gefährlich. Dann war ich den ganzen Tag eigentlich allein nicht zu Hause. Warum soll man es nicht bequemer machen? Im Gemeinschaftsraum werden Aktivitäten angeboten, die den Alltag kurzweilig gestalten. Wir machen gemeinsames Kochen. Da können die Bewohner zum Kochen kommen. Es muss aber nicht. Man kann auch nur zum Plaudern kommen, wenn gekocht wird. Ausflüge. Jetzt waren wir erst auf einem Ausflug fort. Und muss aber auch nicht jeder mitfahren. Kann wirklich auch jeder entscheiden. Die Umgebung lädt auch zu eigenständigen Aktivitäten wie einem kleinen Spaziergang ein. Dieses Haus ist jetzt nicht nur für ältere Personen geeignet, sondern auch für Jüngere, die ein Handicap haben, die einfach Betreuung brauchen, die nicht mehr ganz alleine sein können. Ab einer gewissen Pflegegeldstufe kann man hier einziehen und wohnen. Vor 11 Jahren bin ich hier eingezogen und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich nicht mehr rausgehen kann aus der Wohnung, sind die Aktivitäten hier im Haus für mich ideal. Ich habe viele Freunde, viele Bekannte in diesem Haus und wir spielen gemeinsam, wir kochen gemeinsam. Und das ist für mich gut, weil ich so meinen Alltag abwechslungsreich gestalten kann, trotz meiner Behinderung. Also unser Motto ist wirklich gemeinsam statt einsam. Das ist sehr wichtig und es ist wie eine kleine Familie. Also es ist auch einer für den anderen da, auch wenn die Betreuer am Wochenende zum Beispiel nicht da sind. Auch dann wird miteinander geholfen, wenn jemand Hilfe braucht. Also es ist wirklich eine richtig kleine Familie und es fühlt sich auch jeder Bewohner wohl hier und ist wirklich zu Hause, ist angekommen hier. Das Seniorenaktivhaus in Hollenthon, eine herzliche Gemeinschaft mitten in der Natur.